Hallihallo, liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Hier sind wir wieder, die Becky. Und der Michi. Habe ich irgendwen vergessen? Was? Habe ich irgendwen vergessen? Liebe Freunde, A, Z, Norden, Süden, Osten, Westen, alle. Mhm. Hunde, Katzen, alle, die da draußen mitgucken. Jedes Geschlecht und nicht jedes Alter. Nee, besser nicht. Also, weil der Film, den wir euch heute vorstellen, der ist nicht für Kinder geeignet. Und entsprechend Kennzeichen. Ich wollte es gerade sagen, nicht entsprechend freigegeben. Ja. Ja, wir haben mal wieder einen Film geguckt, wie ihr wisst. Das ist eine schöne Tradition, die wir samstags abends pflegen. Also, echt häufig. Also ich mag das sehr gerne und du machst mit? Ich mach mit, mehr, genau. Mehr oder weniger. Und der Film, den wir euch heute vorstellen, ist aus dem Jahr 1985 von Regisseur Schieß mich tot. Ich hab's vergessen. Ich finde das total süß, wie hier, wie so die Märchenonkels und Tanten. Findest du? Ja. Wieso? Weil wir hier so ganz gemütlich genau, haben heute gesagt, wir setzen uns heute mal gemütlich hin. Genau. So, wir haben hier einen Film, den haben wir uns angesehen, der ist am, ich muss mal gerade spinksen, der ist, und ich muss... Ich kann doch auch ablesen, mein Herzblatt. Ja, erstens kannst du mir nicht schriftlich lesen und zweitens kannst du hiermit nicht viel anfangen. So, am 10. Februar kam der Film im Keepcase raus von MT Films im Vertrieb von 375 Media GmbH und am 3. Mai kam dann dieses wattierte Mediabook, das wir euch jetzt gleich zeigen, in den Handel, von MT Films, herausgegeben von WMM im Vertrieb von AVV. So, das sind jetzt die Pflichtangaben, die haben wir jetzt alle. Und es handelt sich um den Film Friedhof der Zombies. Genau, mein Scheiß. Das ist genau, da habe ich mich so gefreut. Ja, Friedhof der Zombies, der wurde damals auch vertrieben unter dem Titel Friedhof des Satans. Ja. Auch wenn man Friedhof der Zombies bei Google eingibt, wird einem der zwar vorgespielt, aber ja. der Link für Wikipedia erscheint für Friedhof des Satans. Ja. Und der Originaltitel ist, müsst ihr euch halt irgendwie selber zusammenstricken, also übersetzt wäre es Friedhof des Terrors. Ja. Wir haben alles abgedeckt. Terror-Zombie. Mhm. Ja. Ist das ein mexikanischer Film? Das ist ein mexikanischer Film. Gut, dass du fragst, Becky. Aus dem Jahr gerne, Micha. 1985. So schaut er aus. Aber wisst ihr was? Ich habe ihn ja schon ausgepackt, ja, hier ist er. Und das Unboxing gucken wir uns jetzt kurz an. Und dann kommen wir hierher zurück und erzählen euch, was euch bei dem Film erwartet. Und ich sage es ganz ehrlich, ohne Schnaps kommt ihr da nicht raus. Auf jeden Fall, nein, so schlimm ist es ja nicht. So, jetzt erstmal das Unboxing. 20. Das Teil ist auf 333 Exemplare limitiert und wattiert. Ha, herrlich. Ja. Und jetzt schauen wir uns dieses schöne Mediabook mal an. Wir fliegen einfach mal durch. Ich kann es kaum erwarten. So, zack, einmal das Messerchen dran. Und dann, ja, so. Ja, freigegeben ist der Film nicht. Er hat das Siegel keine schwere Jugendgefährdung von der Juristenkommission der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft. Das heißt, ja, er darf verkauft werden, aber eben nur im Fachhandel. So, dann haben wir hier, wie gesagt, wattiert. Ja, deswegen steht hier hinten auch drauf Cover W. W für wattiert. Und hier ist die Limitierungsnummer, Nummer 294 von 333 Stück. So. Und vorne drauf haben wir dieses, wie ich finde, sehr gelungene, sehr trashige und verheißungsvolle Artwork. Ist das geil, oder ist das geil? So, auf dem Spine haben wir auch Friedhof der Zombies draufstehen. Hier oben nochmal das Artwork und hier unten den Hinweis, DVD Blu-ray ist ein Kombipaket. Wobei, als ich das jetzt gerade gesehen habe, so hundertprozentig scharf ist das jetzt nicht. Okay, ja, dann schauen wir uns mal an. Wir haben hinten eine Inhaltsangabe drauf, natürlich, ja, weil die wenigsten dürften wissen, was das hier für ein Film ist. Dann haben wir hier ein paar Bilder aus dem Film, auch die sehr verheißungsvoll. Dann haben wir hier die Credits und hier den Hinweis, es handelt sich um eine 3-Disc Limited Super Spooky Stories Edition. Und jetzt fragt man sich, warum 3 Discs? Weil hier noch 2 Bonusfilme auf DVD mit drin sind. Welche das sind, erfahren wir hoffentlich gleich. So, dann haben wir hier noch das Bonusmaterial und ein Booklet von Mike Blankenburg, 16 Seiten dick. Und wie gesagt, hier nochmal Bonus-DVD mit 2 Extrafilmen. So, und die schauen wir uns jetzt mal an. Was haben wir denn hier drin? So, wir haben vorne Friedhof der Zombies. Yeah!
Schaut euch das, ist doch reinster, reinstes Trashgold, ja. Herrlich. So, dann haben wir hier noch, ach, auch ein, ach, das ein Cover schöner als das andere hier. Das hätte auch geil ausgesehen. Und was haben wir hier? Hier haben wir, oh, geil! Ja! The Demon, der Teuflische, der sagt mir jetzt persönlich nichts, aber hier, Evil Love, ist das geil. Also, den hätte ich mir vor einiger Zeit fast gekauft. Auch auf DVD, auf Blu-ray gibt's den, glaube ich, gar nicht. Das war mein allererster Slasher-Film, den ich damals auf Videokassette gekauft habe. Der stand damals im Real, oder ich glaube, das hieß damals sogar noch Allkauf, stand der da und der hat der kleine Michi sich mitgenommen, genau mit diesem Artwork vorne drauf. Und meine Güte, war der scheiße. Aber gut, das hat halt auch damals, es hat damals auch meine Leidenschaft für schlechte Filme geweckt. Also das ist mega, das ist super. Super geil, dass der hier dabei ist. Also das, ah, herrlich, herrlich. So, dann haben wir hier einen farbigen Innendruck. So, ja, also ja gut, farbig, ne? So ein bisschen hier, so ein blauer Zaun oder was das ist. Also, da, ah, super geil. Also das hier ist für mich das absolute Highlight schon. Wobei Friedhof der Zombies ist auch, ich habe da nur Schlechtes von gelesen. Also umso geiler, da freue ich mich wirklich drauf, dass, ja, ich stehe auf sowas. Ich stehe ja total auf sowas. Das ist mein Guilty Pleasure. Ja, das kann mir ein ganzes Wochenende wirklich schön machen. Also das und eine Kiste Bier. Aber noch eine Pizza dabei und alles ist gut. So, dann schauen wir uns das Booklet mal an. Ein Booklet von Mike Blankenburg. Ja, hier haben wir einmal ein paar Bilder aus dem Film und hier haben wir weitere Bilder aus dem Film. Hier die Texte von Herrn Blankenburg. Weiter geht's, ja, also relativ schöne Schrift. Ich finde das auch gut hier mit den zwei Spalten. Lässt sich viel besser lesen, wie so ein Groschenroman. Die Groschenromane, ja, John Sinclair und sowas, ist ja auch immer zweispaltig. Und da muss ich auch sagen, ja, das passt perfekt zu dem Film oder zu dem, was ich bisher davon gehört habe. So, dann haben wir hier, das sieht doch geil aus, oder? Das sieht doch, ja, also ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Der Trailer sah so ein bisschen aus, wie The Evil Dead bei Wish bestellt. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. So. Und weitere Texte hier noch. Du hast was am Hals, Junge. Ja, geil. Ja, der Stieglitz-Bonus. Hugo Stieglitz. Hier ist er, hier Rauschebart und Wallemähne als Dr. Loomis für Arme. Also geil. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf diesen Film und freue mich, den jetzt endlich auch mal zu entdecken. Ja, das war's. Jo, so, jetzt habt ihr ihn gesehen. Wir übrigens auch. Wir haben den letzten Samstag geguckt. Das ist also noch relativ frisch. Also ich hatte ja gehofft, dass es ein richtig übler Trash-Streifen ist und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist es nicht, oder? Nee, also so schlecht war der gar nicht. Zunächst mal, um was geht es? Ich glaube, die Effekte und Masken waren gut. Ja, ich fand den ganzen Film irgendwie nicht schlecht. Also nicht so schlecht. Es gibt drei Handlungsstränge und die fließen zum Schluss alle schön ineinander. Das hat mir sehr gut gefallen. Tarantino-esque fließen die ineinander. Es fängt mit Hugo Stieglitz an. Hugo Stieglitz, das ist ein mexikanischer Superstar und den wollten die in diesem Film unbedingt drin haben. Er passt zwar überhaupt nicht mit Rauschebart und langer Mähne. Übrigens, ich habe das in dem Unboxing gesagt, hier vorne drauf, dass das Hugo Stieglitz ist, ja. Ist er nicht. Das ist nicht Hugo Stieglitz, sondern das ist der Bösewicht. Hugo Stieglitz ist hier gar nicht drauf zu sehen. Ich hätte die Fenster zumachen sollen, aber... Ich wollte dich nicht unterbrechen in deinem... Das ist, sehr nett. Ich denke, wir kriegen das auch hin. So viele LKWs fahren um die Zeit gar nicht mehr vorbei. Daumen drücken. Sonst mache ich es dazu. Ja, der Hugo Stieglitz spielt da einen, was eigentlich, Psychiater? Einen Arzt? Also er spielt quasi Dr. Loomis, könnte man sagen. Ja. Und der träumt eines Nachts, dass ein Serienmörder, der von der Polizei erschossen worden ist, nämlich ein gewisser Devlon. Nicht Devil, sondern Devlon. Ja, dass der wiederkommt und dann wie die Axt im Walde weiter mordet. So. Das Ganze spielt am Halloween-Abend. Ja, das ist ganz wichtig, am Halloween-Abend. Und wenn die hinterher beschwören, na, da kommen wir später drauf zurück. Halloween-Abend, halten wir einfach mal fest, der 31.10.1985. In diesem Fall. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, so. Und da haben wir eine Gruppe von jungen Leuten und die laden ihre Möchtegern-Freundinnen zu einer Feier ein. Ja, nicht zu einer Party oder einer Feier, nein, zu einer Feier. Zu einer Feier. Also die Älteren werden sich erinnern, eine Feier ist etwas gehobener.
Ja, und das sollen noch ganz viele Filmstars sein. Letzten Endes sind es aber nur. Ja, ja, ja. Letzten Endes sind es aber nur diese zwei Typen mit ihren Trollers. Drei Typen mit ihren Trollers. Macht zu sechs. Ja. Sechs. Ja, also es trifft sich gut, weil sechs ist ja die Zahl des Teufels. Wenn man sie mal drei nimmt, also drei mal drei ist sechs. Ist ja egal. Und somit sind wir auch schon bei der. Bei der Anrufung. Beim zweiten Handlungsstrang, weil die finden nämlich im Keller ein böses Zauberbuch. Das Necronomicon. Nee, das meine ich gar nicht mit Handlung. Ach so. Ich meine. Die Kiddies, die an Halloween von denen hast du noch gar nichts gesagt. Nee, du lässt mich ja auch nicht reden. Dann rede doch. Dann die bumsfreudigen Teenager. Und die sind gar nicht so bumsfreudig. Also da sieht man überhaupt keine nackten Frauen. Die Mädels überhaupt? Ja, bis auf die eine. Die Mädels nicht, die Jungs würden gerne. So. Ja, so ist das bei Jungs, ne? Die würden immer gerne, ich würde ja auch, aber naja. Ja, und der dritte Handlungsstrang ist halt eben mit Hugo Stieglitz und seinem Deppenkumpel, den Polizisten. Ja, genau, weil Hugo Stieglitz, der Arzt, versucht nämlich den Polizeichef, zumindest nehme ich an, das ist der Chief oder irgendwas. Und der Vater eines dieser Kinder vom Anfang, die nämlich auch noch da spazieren gehen und Süßes oder Saures spielen, irgendwo in der Walachei. Man sieht die da nur über eine Landstraße laufen, da sind überhaupt keine Häuser. Ich gehe auch immer am Friedhof sammeln. So, ja. Hugo Stieglitz versucht ihn, also Dr. Loomis, versucht den Polizeichef davon zu überzeugen, die Leiche einzuäschern. Dr. Loomis auf Wish? Ja, aber wirklich, Dr. Loomis auf Wish bestellt, auf jeden Fall, ja. Der versucht halt, den Polizeichef zu überzeugen, dass man die Leiche verbrennen soll, damit er eben nicht wieder aufsteht. So, der fälscht sogar die Unterschriften. Des Richters. Genau. Ja, genau. Mhm. Und auf dem Weg dahin ist es aber schon zu spät, weil die Jungs haben nämlich dieses Zauberbuch im Keller gefunden und wollen eine Leiche wiederbeleben. Ja, also weil uns Mädels das ja so unglaublich feucht macht, wenn man da einfach mal so ein die suchen ja auch noch den ekligsten aus. Ne? Ja, das muss ja auch sein, weil wenn der schon lange liegt, ist er ja hart. Ja, Oh Gott. Und so, jetzt ratet mal, welche Leiche die aus dem Leichenschauhaus klauen, um die wiederzubeleben. Er kommt alleine drauf, oder? Den Teflon, der nämlich nicht nur im Traum, sondern auch in echt erschossen worden ist. Und Überraschung, Überraschung, das klappt. Das ist so eine geile Szene, weil die brechen da in diese Polizeistation ein. Oder Leichenschauhaus. Leichenschauhaus, genau. Und anstatt in gekühlten Einzelkammern liegen da mehrere Leichen unterschiedlichster Couleur, alle schön fein säuberlich aufgebahrt auf diesen Eisentischen. Ja, und es ist auch schön rot bestrahlt, damit man sieht, wie schön warm es da ist. Ganz genau, ganz genau. Weil dann gären die ja besser. Ja. Also, und man kann das riechen, das Bild. ja. Naja, ja, ja, ist auf jeden Fall super. Und der wacht dann halt wieder auf und fängt an, nach denen zu morden. Ja. Wobei, die zu morden, also da passt der Spruch, ich muss nicht der Schnellste sein, ich muss nur schneller sein als du, weil, dass der überhaupt jemanden kriegt. Ich meine, wer war das? Michael, ja, also ne? Das Michael wir steht ja schon schneller als du rennst. Ja, und Jason auch. Das haben so Horror-Slasher-Killer halt an sich, dass sie echt schnell stehen können. Ja, definitiv. Ja, so. Ich meine, bei den Kindern macht es ja noch irgendwo Sinn, weil die sind ja so doof und rennen alle nach oben. Aber weißt du, was ich nicht verstehe? Was denn? Also, du bist schwer, Jo. So, du lehnst dich gegen mich. Wie kann ich schwer sein? Naja, jedenfalls die Jungs und Mädels haben halt die Leiche geklaut und fahren dann zu sich nach Hause, um die zu beschwören. Und dann lesen die aus dem Buch vor. Ja, der und sechste Tag des sechsten Monats zur sechsten Stunde. Ja, weil jeder weiß, Halloween, der 31.10. ist ja am sechsten Tag des sechsten Monats. Ich weiß nicht, in welchem Kalender das so ist, aber vielleicht haben die im Original auch was anderes gesagt. Weiß ich aber nicht, weil es ist nur Deutsch drauf. Es ist nur die deutsche Tonspur drauf. Ja, aber da kommen wir gleich nochmal bei der Technik. Ja, bei gut, den Technik-Spezifikationen. Da machst du doch die ganze Zeit. Ja, Kindchen. Ich weiß, ich rede nur mit. Ja, aber schön, dass du da bist. Hast ja auch mitgeguckt und hat dir auch gefallen, oder? Jo. Letzten Endes. Wo war ich denn jetzt gerade? Das Geilste ist aber, Devlon ist schon aktiv und dann kommen seine anderen toten Kumpels. Ja, ja, der ganze Friedhof wacht auf, deswegen auf Friedhof der Zombies. Und zwar so richtig schöner, so aus dem Grab und Krall und Buddel. Das und sieht so man ja selten, dass die aus den Gräbern aufstehen. Meistens sind die ja schon da, weil das Problem ist halt, man müsste diese Schauspieler halt vorher auch eingraben, damit die sich rausbuddeln können. Aber haben sie gut gemacht. Sah gut, also auch die Masken, die Zombie Masken, die haben mich wirklich, also ich will nicht sagen, ist gleichzusetzen mit dem Thriller.
Musikvideo, aber ja, kommt schon recht nah dran. Das ist von John Landis, ja, und das hier ist von, ich weiß es nicht, ist aber auch egal, es steht drauf, irgendein Junior. Jetzt nicht Freddie Prinze und auch nicht Robert Downey, sondern ich habe es ja eben auch eingeblendet. Ja, ne? Also lest es ja, nach, Leute. Genau, ist ja auch gar nicht so wichtig, wie der Regisseur heißt. Directed by Ruben Kalindo Jr. So, jetzt wissen wir es. Ruben Kalindo. Ruben Kalindo. Ja, was hat er noch gemacht? Weiß ich doch genau, nicht. Genau, ich auch nicht. So. Naja, jedenfalls, die holen die Leiche ab und bringen die zu sich nach Hause und sind relativ schnell da. Und Hugo Stieglitz fährt so den ganzen Film, wahrscheinlich hatte der kein Navi, fährt die ganze Zeit mit einem geklauten Polizeiauto durch die Gegend. Boah, und guckt blöd in der Gegend rum. Oh, ja. Da muss doch hier irgendwo sein. Während der Polizeichef, der seinen Sohn sucht. Deswegen konnte der Stieglitz nämlich auch das Auto klauen mit Alarmanlage. Der steht an der Telefonzelle und telefoniert mit seiner Alten, weil der Junge ist ja weg. Ja. Ja. Und die ganze Zeit. Der Stieglitz, der fährt zweimal um den drumherum. Das ist auch so, er steht da halt und er sieht, dass das Polizeiauto geklaut hat, überlegt kurz. Mhm. Ja, alles klar. Schatz. Ja. 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 Es ist einfach Mumpitz. Die Kinder kommen übrigens auch auf den Friedhof, ja, ist klar. Ja. Und am Schluss gibt es halt so ein richtig schönes, ein schönes Blutgemetzel. Die Kinder laufen über eine Landstraße und da hält ein Typ mit im Pickup. Das sind andere Kinder, die da laufen. Nee, das doch, sind die. Doch, nee, das sind andere. Weil, sind die das? Nein, das alles sind klar. Die. Nee, das sind, die. Ach nein, Hugo Stieglitz nimmt die mit auf der Landstraße. Der gabelt die ja auf, weil er weiß, er ist unterwegs. Doch, Hugo Stieglitz. Er meint noch, springt hinten rein ins Auto. Und dann fährt er nämlich noch durch das Tor von dem Friedhof zu durch. Dem Zeitpunkt, Moment. Doch. Naja, auf so, jeden Fall, das ist auch auf jeden sowas, Fall, ja? Ich bin die Kinder steigen bei einem wildfremden Mann ein. Und dieser wildfremde Mann ist quasi auf dem Weg, um einen Serienkiller, der von den Toten wieder auferstanden ist, zu stellen. Ja, zu dem Zeitpunkt stellen. Noch nicht. Ja, aber das ist zu ja sein Zeitpunkt Ziel, aber er weiß das nicht. Ja, deswegen ist er ja überhaupt ja, unterwegs. Ja, stimmt, der hat die gefälschten so. Unterlagen bei ja, sich ja. Und nimmt die, okay. Ja, und genau aus, weil, ja. Wenn ich unterwegs bin, um einen Zombie zu töten. Es und ich ist sehe noch da kein Zombie. Zu dem Zeitpunkt ist es, wenn er das Auto geklaut hat, ist der es bereits. Es war nicht das geklaute Polizeiauto. Soll man nochmal laufen lassen. Dann er läuft das. Doch gerade. Und nein, es war nicht das geklaute Polizeiauto. Das Polizeiauto, wo Stieglitz noch daneben sitzt, gabelt oder fährt in eine Gruppe von anderen Kiddies, die da tralala, Halloween, lalala und so weiter. Und der fragt die, hören Sie, habt ihr noch andere Kinder gesehen? Alles totfinster. Das ist für die Zuschauer, die das nicht gesehen haben, jetzt sehr interessant, wie wir hier drüber reden, ob eine Szene so oder so abgelaufen ist. Auf jeden Fall kommen wir mal ganz kurz zum Fazit. Ich fand den Film wirklich knallergeil. Ja. Ich fand den richtig gut und ich war nicht so betrunken, wie ich es oft bei solchen Filmen bin. Ich glaube, du bist noch gar nicht so früh eingeschlafen. Ich bin überhaupt nicht eingeschlafen. Ich habe den Film kommt. Nein, jetzt guck nicht so blöd. Ich hab überhaupt nicht geschlafen. Ich darf so blöd gucken, wie ich will. Ja, aber du musst es immer übertreiben. Nein, der Film hat echt Spaß gemacht. Ja. Ich bin nicht eingeschlafen. Das ist schon mal ein Qualitätsmerkmal. Ich hatte an dem Tag auch lang geschlafen, glaube ich. Ich glaube, ich habe dich auch ein paar Mal geschnitzt. Oder so. Du hast mich nicht gestört. Ich habe die Pizza, die war doch so messerscharf, die Pizza, die ich gegessen habe, war eine gute Pizza, die ich gemacht habe. Aber darum geht's ja gar nicht. So, also ein toller Film, der richtig Spaß macht, wenn man ein Fable für 80er Jahre Trash-Filme hat. Ja. Dann ist der richtig gut. Tolle Effekte, tolle Masken, eine saublöde Story. Oh ja. Wirklich saublöd. Ein paar genial doofe Szenen. Ja. Wie mit besagter Kindergruppe, wo ich nicht weiter drauf eingehen darf. Doch, du darfst. Nein. Aber jetzt schneide ich raus. Nein. Ich zeig dir das gleich und dann siehst du, dass ich recht hatte. Oh. Wie immer. Aber egal. Oder meistens. Okay, dann hast du recht und ich meine Ruhe. Okay? So ist es. So. Kommen wir nun. Ihr könnt ja drunter schreiben, wie es war. Ich werde mir den Film nämlich nicht nochmal ansehen. Gesehen hab. Ja. So, und nun kommen wir mal zur technischen Seite der Blu-ray. Was aber nicht an dem Film liegt, sondern einfach, weil ich mir dauernd irgendwelche neuen Filme ansehen muss. Ja, ich freue mich schon auf Reise ins Grauen. Den stellen wir euch dann hoffentlich nächste Woche an dieser Stelle vor. Den haben wir nämlich auch gekriegt. Ebenfalls in einem schönen Mediabook. Machen wir alles schön, machen wir rund. Und außerdem auch Kabal, die Brut der Nacht. Aber das ist wieder was, was Spaß macht. Da hat ja auch Spaß gemacht. Darf ich die Hülle nochmal haben, bitteschön. Wenn du willst. Dankeschön. So, das Bild hat einen 2K-Scan bekommen, extra für diese Veröffentlichung. Und ja, das sieht man auch irgendwie. Also das Filmkorn ist sehr präsent, der Film ist sehr rauschig. Die Farben sind jetzt nicht so richtig kräftig, nicht so wie man sich das vorstellt, aber der Film sieht halt aus, wie ein Film aus den 80er Jahren aussehen muss. Leider ist die Schärfe auch ein bisschen
zurückgenommen, aber das liegt nicht an einem schlechten Transfer. Du guckst jetzt gerade, ob ich auch die Wahrheit sage. Ja, du guckst ja, also das mit den Farben, das muss ich leider revidieren. Ach, das heißt leider. Nee, die Farben sind knallig. Knallig, ja. Aber nicht natürlich. Das, also wenn ich mir das da so angucke, die Haut... Okay, der Film schaut gut aus. Der Film schaut wirklich gut aus. Besser als dieses Video hier, wo mein Gesicht irgendwie, zumindest im Vorschaubild, sieht das so aus, als wäre es knallrot und du siehst aus, als wärst du aus Käse. Aber das ist irgendwie... Die Lampe steht auch blöd. So, auf jeden Fall das Bild... Du guckst immer, dass du im besseren Licht sitzt. Ja, klar. Ja. Ist auch mein Kanal. Mhm. So, ja. Also das Bild, dem würde ich eine gute 7 geben. Ja. Immer mit Rücksicht drauf, dass der Film alt ist, dass der Film sehr billig produziert wurde. Und das, was angesetzt hast von wegen Rauschen, bla bla bla, sehe ich als Stilmittel. Ne, das ist kein Stilmittel, das ist ein ganz normaler Produktionsprozess. Jetzt brauchst du nicht so die Augen zu verdrehen. Filmkorn ist kein Stilmittel. Filmkorn entsteht, wenn du auf Zelluloid Videoaufnahmen, wenn du auf Zelluloid Aufnahmen machst. Das passiert nun mal. So. Darum bist du der Redakteur und ich nur Gucker. Ja, so. Ja, also Filmkorn ist hier sehr präsent, aber es ist nicht aufdringlich oder so. Die Schärfe ist nicht so ganz optimal, das liegt aber eher am falsch fokussierten Material als am fehlerhaften Transfer. Also man hat hier wirklich das Optimum rausgeholt, aber das Optimum ist bei einem alten Low-Budget-Film eben nicht vergleichbar mit neuen Marvel-Produktionen. Das sollte aber auch jedem klar sein. So, der Ton. Der liegt in LPCM 2.0 vor, und zwar nur in deutscher Synchronfassung. Die ist allerdings hervorragend. Ja, oh, wir haben Eckhard Dux. Was habe ich da schöne alte Synchronsprecher gehört? Herrlich! Wir haben Eckhard Dux, also die Stimme von Arthur Spooner zum Beispiel, aber ein ganz berühmter Sprecher, der hat 100.000 Rollen gehabt. Es waren wahrscheinlich nur 80 oder so, aber ist ja auch egal. Und der spricht halt Hugo Stieglitz, passt nicht so optimal, aber man freut sich, ihn zu hören. Der Polizeichef wird von Norbert Castell gesprochen, also von Homer Simpson. Und der hatte in den 80er Jahren auch noch nicht dieses Bling, sondern mehr so, ja, also er klingt schon gut. Also ja, ja, ich höre den unheimlich gern. Es ist gut abgemischt, es ist wirklich schön. Also man hat das Optimum aus einer 2.0 Abmischung rausgeholt. Das Bonusmaterial ist quasi nicht vorhanden. Wir haben hier nur eine Trailershow, aber ihr habt das ja eben schon beim Unboxing gesehen. Hier sind noch zwei Bonus-DVD-Filme mit dabei. Und zwar ist das einmal Evil Love und da habe ich mich tierisch gefreut, weil wie gesagt, auch eben im Unboxing habe ich das schon gesagt, den wollte ich damals schon auf DVD kaufen. Der hat, ich glaube, 12 Euro gekostet. Habe dann aber gedacht, nee, der war echt mies. Aber, ja, ist er auch. Aber hier ist er halt kostenlos mit dabei. Und das ist geil. Also der ist wirklich schlecht, aber macht Spaß. Und dann haben wir hier auch noch The Demon, der Teuflische. Da habe ich noch nicht reingeguckt, muss ich leider sagen. Aber es geht ja auch gar nicht um die Bonusfilme, sondern es geht halt um diesen Hauptfilm und der kriegt von mir 7 von 10 möglichen Punkten für den Film. Ja. Ja. Also wir haben 7 Punkte für den Film, 7 Punkte für das Bild, 7 Punkte für den Ton und 0 Punkte fürs Bonus. Nein, kann man eigentlich nicht machen, weil es sind ja 2 Bonusfilme dabei. Hm, ja. Also die Bonuswertung lassen wir jetzt einfach mal unter den Tisch fallen. Müsst ihr selber wissen, was er daraus macht. Es sind keine filmbezogenen Extras dabei, außer halt dieses Booklet, was ihr eben schon gesehen habt, wattiertes Mediabook und 2 Bonusfilme auf DVD, wobei die Qualität, also zumindest Evil Love, da habe ich schon reingeschaut, das schaut genauso aus wie meine VHS-Kassette, die ich damals hatte. Ja, und trotzdem, also 2 Bonusfilme obendrauf, kann man nichts sagen. Das ist wie der Marktschreier am Fischmarkt. Hier habt ihr, ihr Friedhof der Zombies und ich hau hier jetzt noch 2 Filme mit drauf. Ihr habt da noch Evil Love, Scheißfilm, aber der macht euch Spaß. Und außerdem noch hier der Dämonische. Ja, guck mal. Kaufen. Ich weiß nicht, das klang jetzt sehr berlinerisch, oder? Jetzt gar nicht so nach Hamburg. Ja, ich bin halt kein guter Imitator und Dialekt habe ich auch nicht drauf. Ist ja auch wurscht. Also, das war's. Friedhof der Zombies. Geiler Film für einen geilen Trash-Abend. Uns hat's gefallen? Ja, ja, ja. Ja, und damit verabschieden wir uns ins Wochenende. Bleibt geil. Habt ein schönes Wochenende. Ja, jetzt die Musik. Ja, genau. Nee, ich hab eine andere Musik. Ich hab mehr so eine jazzige Sache. Aber ihr hört das ja gerade auch. Dann brauche ich jetzt ja nicht vorzumachen. Hoffentlich habe ich den Rhythmus. Ich weiß es nicht. Nächste Woche hoffen wir, dass wir euch die Reise ins Grauen vorstellen können. Und dann habe ich ja noch ein paar Unboxings für euch. Aber werdet ihr alles sehen. Bis dahin, bleibt gesund und wie ich schon sagte, bleibt geil. Eure Becky und der